herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Was sagt ihr zu meinem Sakko? Ist brutal. Wenn es euch gefällt, schreibt es mir bitte nicht in die Kommentare. Also, heute geht es um das Thema, wie bestimmte Lebensmittel deine Schilddrüse dementsprechend schädigen können. Und zwar, es geht heute eigentlich genau genommen um die Goitrogene. So eine Scheiß, hau mal ab, ey. Also um die Goitrogene, so, und die befinden sich dann dementsprechend in bestimmten Lebensmitteln, wie zum Beispiel in Kohlgewächsen, in Pseudogetreiden, wie zum Beispiel Buchweizen oder Hirse, oder auch in Hülsenfrüchten. Und wie weit die deine Schilddrüse schädigen, das steht schon bei Wikipedia. Damit ist alles gesagt, Leute. Haut da rein, ich bin komplett raus. Genau genommen steht bei Wikipedia, es vergrößert die Schilddrüse und hemmt die Jodaufnahme. Das klären wir später nochmal. Starten wir direkt mal in eine Studie rein, und zwar geht es um die C-Glycosylflavone, und dass die haben eine goitrogenische Effekt, ja, eine goitrogenische Wirkung. So, und zwar wurden diese dann dementsprechend getestet, und wenn wir uns ein Korn betrachten, hat das Korn verschiedene Schichten, und die äußerste Schicht, das ist die erste Fraktion, von der hier geredet wird, die enthält am meisten, ja, von diesen C-Glycosylflavonen, das heißt von diesen goitrogenischen Bestandteilen. So, und davon sehen wir hier auch gemessen, ja, 399. Hingegen Jod 104, das ist circa ein Verhältnis von 1:4. Wenn wir uns jetzt mal die anderen Fraktionen ansehen, oder das Mehl oder sonst was, oder das Korn, dann hat es meistens ein Verhältnis so von 1:2. Das heißt, viel, viel schlechter. Was heißt das jetzt genau für die Schilddrüse? Für die Schilddrüse hieß das, dass die Schilddrüse sich bei der ersten Fraktion am meisten vergrößert hat. Was heißt das, wenn die Schilddrüse sich vergrößert? Es vergrößert auch die Oberfläche und damit auch vergrößert ist so gesehen die Wahrscheinlichkeit, auf Jod zu treffen. Um das Ganze zu verifizieren, hat man auch noch den T4-Wert genommen. Und der T4-Wert ist, also T4 ist ein Schilddrüsenhormon. Und das wurde am wenigsten produziert dementsprechend bei der ersten Fraktion, die am meisten von diesem Goitrogen enthält. Wenn wir das Ganze einmal mit dem ganzen Korn vergleichen, dann stellt uns auf, dass diese Eigenschaft dort nicht so gegeben ist, sondern nur konzentriert, ja, in dieser bestimmten Schicht des Korns. So, und jetzt wurde ja gesagt, dass das dementsprechend die Jodaufnahme hemmt. Steht ja so bei Wikipedia, ich meine, das muss dann auch wirklich so sein. Ich meine, Wikipedia, das ist ja wirklich das, also ich meine, was soll man denn auch da? Ja, und das habe ich versucht hier zu verifizieren. Und zwar sehen wir hier, dass bei der ersten Fraktion, wo am meisten von diesen Goitrogenen gegeben wird, eben am meisten Jod auch absorbiert wird, also das heißt aufgenommen wird. Das heißt, die Tatsache, dass es da steht bei Wikipedia, das ist falsch, so gesehen, ja, das ist so nicht korrekt. Und zwar muss man dafür etwas weitergehen, ja, und zwar muss man dabei die Thyreoperoxidase sich betrachten, ja. Und die Thyreoperoxidase, ich schreibe mal hier ein Thyreoperoxidase, schwieriges Wort, und das ist das Enzym, ja, was den ersten Schritt zur Katalyse dementsprechend von diesen Schilddrüsenhormonen, ja, veranlasst, ja, dementsprechend aus Tyrosin, ja. Thyreoperoxidase, wie der Name ja schon sagt. Und man sieht hier, dass genau diese gehemmt wird. Ja? Das heißt nicht eigentlich, dass das, was gesagt wird, ja, es hemmt die Jodaufnahme, wenn wir diese Goitrogene konsumieren. Nein, das ist falsch. Es hemmt ein bestimmtes Enzym. Ja? Das sehen wir auch daran, dass trotzdem am wenigsten T3 und T4 produziert wird, obwohl am meisten Jod aufgenommen wird, trotz dieser hohen Konzentration von diesen Goitrogenen, ja. Das sehen wir ganz klar schwarz auf weiß. Das ist genau dieser Punkt, der das Ganze widerlegt. Also fassen wir das Ganze einmal zusammen. Muss man seriös wirken erstens. Als allererstes das Wichtigste, dass ihr wirklich erstmal Pirat seid. Nein, jetzt seriös. Also der Inhibitionseffekt auf die Schilddrüse kommt nicht dabei zustande, dass die Aufnahme von Jod gehemmt wird, sondern kommt dadurch zustande, dass das Enzym Thyreoperoxidase gehemmt wird und damit die T3- und T4-Konzentration im Blut absinken. Also anscheinend ist an der Aussage so etwas nicht ganz unrichtig, ja, reich mal. Also es ist wirklich so, ne, dass es irgendwelche Eigenschaften dann dementsprechend hat. So, aber was kann man dagegen tun? Und zwar, wenn wir uns eine Studie angucken, ne, geht es um die Versorgung, ja, dementsprechend von Jod und Abnormalitäten der Schilddrüse in Europa, hier in der Studie. Ja. Und dann wurde das letztendlich, was man am besten tun konnte, dass die meisten Aufwirkungen entgegengesetzt der Abnormalitäten der Schilddrüse hatte, war Jod zu konsumieren. Ja? Und zwar wurde hier gesprochen von 75 bis 112 Mikrogramm.
Und das hat den tiefsten Wert erreicht, ja? Die tiefste Odd-Ratio dementsprechend, ja? Also Odd-Ratio habe ich in den letzten zwei Videos einmal erklärt, ja? Wenn der Wert tiefer ist, das heißt weniger Krankheitsfälle als vorher. Wenn der Wert höher als 1 ist, mehr Krankheitsfälle als vorher. Ist der Wert 1, keine Wirkung, Auswirkung, egal was vorher passiert, gemacht worden ist oder nachher dementsprechend, ja? War wirklich Jod zu implementieren. Und zwar in dieser Dosis. Ja, ganz interessant war, wenn man über 112 Mikrogramm gegangen ist, hat der Wert sich wieder, beziehungsweise die Odd-Ratio, das heißt die Krankheitsfälle, sich wieder vermehrt. Die wichtigste Abbildung kommt aber jetzt in diesem Video, ja? Also, und zwar, worauf es ankommt, ja, ist, hier wurde einmal zwei Gruppen, ja, unter 96 Mikrogramm Jod und über 96 Mikrogramm Jod pro Tag supplementiert. Und anscheinend gibt es einen Sweet Spot von diesen Kohlgewächsen, der liegt bei 27,8 Gramm. Und da ist die Odd Ratio gleich 1. Das heißt, es hat keinerlei Auswirkungen auf die Schilddrüse. Du kannst ewig 27,8 Gramm konsumieren, ohne auf deine Jodzufuhr so zu achten, sag ich mal. Das wurde gemessen. So, kommt es aber jetzt über diese 27,8 Gramm, haben wir eine Odd Ratio von 1,47. Das heißt, das ist über 1. Das heißt, vermehrt Krankheitsfälle treten auf. Ja, alles, was über 1 ist. Und je weiter weg von der 1, desto schlimmer wird es. Ja, das sehen wir zum Beispiel hier bei 65 dementsprechend Gramm Kohlgewächse am Tag schon 1,86. Das heißt, es wird immer schlechter. Und jetzt schaut mal, wie einfach das zu negieren ist. Wenn wir jetzt auf die andere Gruppe wechseln, über 96 Mikrogramm pro Tag, dann sehen wir da, sind die Odd-Ratios sogar unter 1, ja, wieder. Das heißt, es wurde nicht dementsprechend rückgängig gemacht, sondern es wurde dementsprechend rückgängig gemacht. Und es kam noch zu einer Verbesserung bzw. einer Rückbildung, das heißt wieder einer Gutmachung, das heißt wieder einer Heilung, darf man da nicht sagen, ja, aber ihr wisst, was ich sagen will. Und das ist wirklich signifikant. Nur durch moderate Jodzufuhr ist das ganze Thema völlig, ne, so. Und das Ganze wurde auch hier getestet an stärkehaltigen Produkten, dementsprechend ja die Pseudogetreide, wie ich vorhin am Anfang des Videos schon gesagt habe. Und genau das gleiche Spiel. Hier sehen wir die Odd-Ratio alle über 1. Das heißt, mehr Krankheitsfälle, ja, wenn die Jodzufuhr unter 96 Mikrogramm pro Tag waren, geht man wieder über 96 Mikrogramm pro Tag, negiert sich der Effekt wieder, ja, und man hat wieder bessere Werte dementsprechend, ja, wieder Verbesserung und der Wert dementsprechend, der negative Effekt dieser Goitrogene wird komplett wieder aufgehoben, ja. Ja, das heißt, Goitrogene sind nicht schädlich, sondern schädlich ist, eine nicht moderate Jodzufuhr seinem Körper zu gewährleisten. Das ist das Schädliche daran. Das heißt, diese Aussage, diese Hülsenfrüchte und sowas, ist völliger Blödsinn. Es kommt nur daran, ob dein Körper wirklich völlig gesättigt ist mit den nötigen Nährstoffen. Also, ich forsche auch noch übrigens gerade an einem Schilddrüsen-Booster, sag ich mal, der wirklich alles beinhaltet nach neuester Studienlage und so weiter, was wirklich der Schilddrüse hilft, was wirklich der Schilddrüse, was sie verbessern kann, die Funktion und so weiter. Ja, sind wir gerade mit ein paar Leuten wirklich an der Forschung dran. Dass euch die Schilddrüse wirklich, dass die Schilddrüse danach wirklich so. Was? Also der geht es danach so richtig gut. So. Und es kommt noch auf ein paar andere Faktoren. Ich gebe euch jetzt mal so ein paar Sneak Peeks nochmal so, ne, von den Forschungsergebnissen, die ich schon alles so gesehen habe. Und zwar zum Beispiel Selen, ja, da gibt es bestimmte, also Autoimmunteropathien, das heißt Abnormalitäten, das heißt zum Beispiel Hashimoto, das ist Hypofunktion, das heißt Unterfunktion oder sonst was. Wenn denen letztendlich die Versorgung mit Selen ausreichend dargeboten wird, ja, dann sehen wir hier eine Reduktion dementsprechend, ja, von 62,4%. Und zwar hier sehen wir verschiedene Selenformen und letztendlich bei dieser Selenmethionin, ja, bei dieser Form, das ist die absolut wirksamste Form, ja, seht ihr hier schon mal. Das muss ich alles nicht verraten, aber ich mache es einfach trotzdem schon mal, ja, weil ihr seht, das wird auf jeden Fall auch unter anderem in diesem Supplement drin sein. So, und zwar, wenn man die Studie sich mal aufklappt und so weiter, geht es zwar um Schwangere, ja. Aber das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn Schwangere genommen wird, weil die haben einen höheren Bedarf, ja. Und dementsprechend wurde da 200 Mikrogramm pro Tag dementsprechend verabreicht, ja. Und dieser Effekt wurde dann dementsprechend gegeben, ja. Und des Weiteren auch, was sehr wichtig ist, ja, ist die Fettversorgung, ja. Es ist wirklich die Bausteine auch für deine Hormone, ja. Gleiches Grundgerüst und so weiter, ja. Und ganz wichtig sind die EPAs und DHAs. Das sind Omega-3-Fettsäuren, ja. Wo letztendlich bestimmte, ja, die Umwandlungen, die noch umgewandelt worden sind, wo bestimmte C-Atome noch addiert worden sind, die länger sind als die normale Omega-3-Fettsäure, die aller. So, und jetzt schauen wir einfach mal, wenn genügend EPA vorhanden ist, ja, was mit dem T3 und T4 passiert, ja. Und hier sehen wir zum Beispiel schwarz, ja, dementsprechend vorher, und da sehen wir
nachher, ja, mit mit EPA, schauen wir mal, was mit den Schilddrüsenhormonen passiert, und ohne EPA. Mit EPA, ohne EPA. Also die Schilddrüse kann gar nicht funktionieren ohne nicht genug Omega-3. Und gerade die Veganer haben die schlechtesten Omega-3 zu Omega-6-Verhältnisse. Ich meine, wenn du es nicht auf die Kette kriegst, wirklich die Lebensmittel zu essen, die dich mit Omega-3 zu versorgen, dann würde ich es wirklich supplementieren an deiner Stelle. Ja? Weil ansonsten hast du wirklich irgendwann ein Problem. Ja? So, aber deswegen guck lieber, dass du es hinkriegst. Ja? Dass du vernünftig Lebensmittel... Deshalb sage ich auch immer, Entsafter, ja, oxidiert nicht, ja. Langsam, Grünzeug, viel Grünzeug, ja. Oder wenn ihr einen Mixer habt, ja, wenn ihr irgendwas mixt, dann holt euch einen Vakuummixer, habe ich immer gesagt. Das oxidiert wieder nicht die Omega-Fettsäuren und so weiter und so fort, ja. Achtet darauf, welche Nüsse ihr esst. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, ja. Esst nicht einfach, stopft nicht einfach Nüsse in euch rein, ja. Die zerschießen euch absolut das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis, ja. Außer die Macadamia-Nuss zum Beispiel, ja. Ja, oder zum Beispiel, wenn ihr euch mal anschaut, die Schilddrüse einfach mal, wie die aussieht, ohne... Ja, moderate Zufuhr von EPAs, ja, das ist ein bisschen wie morgens in der Disco um 5 Uhr, da ist nichts los, ja, und jetzt schaut euch mal an, wenn genügend EPA da ist, ja, das ist das blühende Leben, ja, sehen wir hier, da sind richtig viel Zellteilungen, sag ich mal, möglich, ja, in dem Gewebe. Also zusammenzufassen kann man sagen, wirklich Omega-3, essentiell wichtig, Selen ganz wichtig, B12 ganz wichtig, moderate Jodzufuhr ganz, ganz wichtig, ja. Das sind so die Faktoren, die man da beachten sollte. Ja, das heißt, es gibt nichts Schädliches. Wenn du dementsprechend genügend versorgt bist, machen diese Goitrogene mit deinem Körper rein gar nichts. Ja? Das war es wieder von mir. Ich hoffe, ihr konntet sehr viel lernen. Ich muss jetzt los. Ich muss noch zum Bingo. Ja, alles klar. Dann mach's gut, ne?